Sie haben sicher schon vernommen, wie man eine Torte macht. Das Rezept, das ich bekommen, das hat mich nur in Wut gebracht. Ich wollte einmal eine Torte machen, eine schöne, oben auch mit Schokolade, für meinen Buben, meinen Peppel, weil der Peppel Schokolade so gerne hat. Also, ich kaufe ein Sachen, Eier, Butter, Mehl und Zimt. Doch das übliche Maneme, das hat leider nicht gestimmt. Wenn mich hier jemand fragen sollte, von den Damen oder Herren, wie ich eine Torte mache, dann müsste ich das wie folgt erklären. Erst einmal nehme ich die Pfanne, schmiere mit Fett sie tüchtig aus, dann nehme ich die Hände von dem Peppern aus dem Fett heraus, dann nehme ich die zweite Pfanne, schmiere mit Fett sie wieder glatt und dann öffne ich die Türe, weil es gerade geklingelt hat. Dann will ich Musikbegleitung, drehe das Radio auf voll Hass, da singt eine die Forelle, was zur Torte gar nicht passt. Dann dreh ab ich schnell das Radio, denn mich ärgert der Applaus. Dann nehme ich die Hände von dem Bettball aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die dritte Pfanne, schmier mit Fett sie wieder ein. Dann fliegt der Kanarienvogel direkt in das Fett hinein. Dann nehme ich den fetten Vogel, sperre ihn in das Vogelhaus. Dann nehme ich die Hände von dem Bettball aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die vierte Pfanne, innerlich zerspringe ich schon. Dann gehe ich ins nächste Zimmer, denn dort läuft das Telefon. Meine Mutter will die Nummer von dem Zahnarzt neben mir. Dann nehme ich die Augengläser, such die Nummer, sag sie ihr. Dann entschuldigt sich die Mutter, doch ich sag, das macht nichts aus. Dann nehme ich die Hände von dem Bettball aus dem Fett heraus. Dann... Dann nehme ich die fünfte Pfanne, hoffe, dass es endlich klappt. Dann suche ich die goldene Brosche, die ich heute schon gehabt. Und dann suche ich unterm Kasten und dann suche ich unterm Bett. Dann suche ich die Augengläser, bis ich sehe, sie sind im Fett. Dann nehme ich die sechste Pfanne, sag zum Peppel, setz dich jetzt neben den Peppel, denn der Peppel hat sich in das Fett gesetzt. Dann nehme ich die siebte Pfanne, gebe Mehl und Butter rein. Dann sperre ich den Peppel endlich in das letzte Zimmer ein. Dann nehme ich von der Stellage ein paar Eier jedenfalls. Dann gebe ich dazu den Zucker und dann koste ich dieses Salz. Dann nehme ich den Hund und Schnipsel, der vom Zimmer rausgerannt. Und dann schnappt er und dann fällt mir noch die Pfanne aus der Hand. Dann ist rings der Boden schmutzig, dann reibe ich die Flecken aus. Dann nehme ich den schwarzen Köter aus dem weißen Teig heraus. Dann nehme ich die achte Pfanne, schmier mit Fett sie wieder ein. Und dann kommt der Peppel wieder über den Balkon herein. Und dann fällt er über den Schnipsel und dann weinen Hund und Kind. Und dann stoß ich an den Herd, an das der Teig ins Feuer rinnt. Und dann ist es 12 Uhr mittags und dann kommt mein Gatte gleich. Und die Torte ist nicht fertig und das Fleisch ist noch nicht weich. Dann renn aus der Küche ich zum Telefon wie toll und sage dem Konditor, dass er eine Torte schicken soll.